ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe hier heute die Barbie und die hat ein paar neue Outfits. Ich habe so eine Tüte hier bestellt. Da sind verschiedene Kleider, Handtaschen und ich glaube auch Schuhe mit drin. Die werden wir natürlich alle ausprobieren. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt. Barbie fährt mal einmal erst weiter mit dem Auto, damit ich die Sachen hier ausschütten kann. Dann können wir erstmal schauen, was alles mit dabei ist. Und mal schauen, was gut zusammenpasst. Also ich sehe schon mal hier ein Kleid. Ah, das finde ich super. Das ist auf der einen Seite gestreift, auf der anderen Seite weiß. Und dazu ein lilafarbener Rock und hier drum eine pinke Schleife. Also ein cooles Outfit, also modern lässig. Kann man vielleicht auch anziehen, wenn man mal so in der Stadt verabredet ist oder so. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier, ah, das finde ich auch schön. Das ist ein Kleid mit Kragen hier oben und einem bunten Punkterock. Finde ich, kann man auch ganz gut im Alltag tragen. Oh, das gefällt mir. Das ist ein Kleid wieder. Oben ein Regenbogenoberteil, unten ein weißer Rock und hier in der Mitte so ein ganz interessanter Stoffgürtel irgendwie. Wie das dann gleich an der Barbie aussieht, das schauen wir uns natürlich dann auch an. Vielleicht gehört er auch so runter. Sehen wir dann mal. Ah, oh, das ist ja auch schön. Ein Oberteil hier in Glitzer und dann ein schöner Rock, pink und hier ist so eine Samtschleife dran. Die sind echt alle schön, die Kleider. Also gefallen mir gut. Es waren schon 4 Kleider, hier kommt das 5. Also 5 Kleider sind insgesamt mit dabei. Und das ist auch ein ziemlich hübsches Kleid. Das ist ja auch total modern im Moment mit diesen Blumen hier. Oben so eine Blumenstickerei und unten dann ein rosafarbener Rock. Und der hat so mehrere Lagen. Erst so ein Satinstoff, da drüber so ein ganz feiner Tüllstoff. Und hier unten dran ist auch noch so eine hübsche Borde. Sehr cool. Und was ist das denn alles? Eine Handtasche. Noch eine Handtasche. Noch eine Handtasche. Eine etwas größere Strandtasche oder so. Dann hier nochmal kleinere Handtaschen, einmal so im Schleifenlook. Und so eine ganz kleine. Vielleicht, ah, die kann man auch öffnen. Öffnen, was reintun und dann wieder zusammenklipsen. So. Dann haben wir nochmal eine gelbe, etwas größere Tasche. Dann, die ist ganz groß. Ah, und die hat oben so ein Loch drin, da kann man auch was mit reinlegen. Dann eine sehr extravagante Schleifentasche, ein Herzchen mit einer Riesenschleife dran. Und hier, oh gut, da kann man nichts reintun, das fällt unten raus, aber so ist so eine Handtasche mit so einem Ring und dann so ganz fluffigen Stoff eigentlich. Also ist natürlich aus Plastik, aber sieht so ein bisschen aus, als ob da einfach so Stoff dran her weht und sich so ein bisschen sogar in der Luft so bewegt. Wie so ein kleines Röckchen sieht das irgendwie aus. Coole Handtaschen, fast alle pink, 2 gelbe sind dabei und hier diese lila Farben, ne? Aber ich finde, zu den Kleidern passt auch pink total gut. Also eigentlich bei allen Kleidern kann man doch super gut so eine pinke Handtasche dazu nehmen. Ja, perfekt. Und ja, hier vielleicht auch dann die lila Farbene dazu oder so gelb ist natürlich auch ein schöner Kontrast. Ja, und bei der Regenbogen, bei dem Regenbogenoberteil kann man ja eigentlich sowieso jede Handtasche zu nehmen. Dann wollen wir mal schauen, was da noch so für Schuhe dabei sind. Auch eine ganze Tüte voll. Also ich sehe schon, da sind ganz verschiedene Farben. Ich glaube, hier sind fast keine gleich. Sehr coole grüne, hohe Schuhe und da sind dann noch so Bänder um das Bein so rum, um die Waden. Oder um die Knöchel vielleicht eher. Dann haben wir hier die, wow, die sind auch echt hoch und pink und mit Schleifen. Ich glaube, das sind noch richtige Plateauabsätze, aber Barbie trägt sowas ja gerne. Da sehe ich Ballerinaschuhe, also Ballettschläppchen. Die finde ich sehen gut aus. Lilane Schuhe mit Nieten und ein gefährlicher, ganz spitzer Absatz. Ich könnte auf sowas nicht laufen. Oh, die sind auch interessant, mit riesengroßen Rosen dran. Die könnte ich mir auch toll mit so einem schwarzen Kleid vorstellen, so für so eine Abendgala oder so. Ja, coole Schuhe. Ich glaube, zu den Kleidern, die wir hier haben, passen die nicht unbedingt so gut, obwohl mit dem Regenbogenkleid passt eigentlich alles.
Dann haben wir die hier, die finde ich auch ganz schön. Rosa mit kleinen Blümchen. Das sind so richtig typische Barbie-Schüchen, finde ich. Was ist das denn hier? Herzchen. Herzchenabsätze und durchsichtig sind die. Ah, dann ganz durchsichtige Schuhe. Die erinnern mich ganz stark so ein bisschen so an Cinderella. Wie so Glasschuhe sehen die aus. Dann nochmal so Sandalen in Blau und auch leicht durchsichtig. Ah, und das sind nochmal Ballettschläppchen, aber diesmal in Gelb. Boah, ich kann mich gar nicht entscheiden, was hiervon so mein Lieblingsoutfit ist. Echt coole Sachen. Ich glaube, alles können wir Barbie jetzt nicht anziehen, aber ein paar Outfits wird die mal ausprobieren. Die muss ja immer cool aussehen in ihrem Cabrio. Und jetzt kommt das erste Outfit. So, tada, das erste Outfit. Ich finde dieses Kleid echt cool, also gestreift und weiß. Ich könnte mir auch vorstellen, so ein Oberteil zu tragen. Dazu dieser lilane Rock mit der pinken Schleife. Ich habe dazu jetzt noch so eine pinke Handtasche kombiniert und diese schicken lilafarbenen Herzchenschuhe. So kann Barbie sich vielleicht in der Stadt mit Freundinnen treffen oder wenn die vielleicht ein Date mit Ken hat oder so. Obwohl mit dieser großen Tasche vielleicht, wenn sie shoppen geht oder vielleicht sogar vielleicht zum Strand geht oder so. Da hat sie vielleicht noch ein Bikini mit dabei. Hier mit der Sonnenbrille auf auch. Also ja, finde ich sehr, sehr cool das Outfit. Und jetzt gibt es gleich auch schon das nächste Barbie-Outfit. Und schon ist Barbie mit dem nächsten super süßen Outfit unterwegs. Das Kleid kombiniert mit rosafarbenen Schuhen und einer rosafarbenen Handtasche. Ich habe jetzt mal so eine ganz kleine Handtasche hier ausgewählt. Und diese Schuhe mit den Blümchen, finde ich, passt ganz toll zu dem Kleid. Und hier, das mag ich echt gerne, dieses rosa Glitzer mit diesem pink gestreiften kombiniert, dann mit dieser kleinen Schleife. Also ein super cooles Sommeroutfit. Ihr könnt natürlich gerne gleich mal in die Kommentare schreiben, welches Kleid so euer Lieblingskleid ist und wie ihr das kombinieren würdet. Aber erstmal kommt jetzt noch meine nächste Kombination von Kleid, Handtasche und Schuhen. Jetzt hat die liebe Barbie dieses hübsche Kleid mit dem rosanen Rock und mit diesem kleinen Spitzenrand da unten an. Und ich habe mir gedacht, hier oben sind ja blaue und gelbe Blumen, deswegen gelbe Handtasche, blaue Schuhe dazu kombiniert. Und ich finde auch, das sieht richtig schön sommerlich aus. Also die könnte super gut sich jetzt so auf einen Café treffen in einer Stadt mit einer Freundin. Oder vielleicht wartet Ken irgendwo auf sie. Also mir gefällt dieses Outfit auch richtig, richtig gut. Aber wir haben ja noch zwei weitere Outfits vor uns. Also geht's direkt weiter. Da ist sie wieder, unsere Barbie. Diesmal mit dem schwarz-bunten Kleid. Also oben schwarz mit Kragen auch und dann unten ein weiß blau-pinker Rock, auch mit ein bisschen Schwarz noch. Ich finde das Kleid toll und die Handtasche passt auch super gut dazu. Aber ich habe der Barbie dazu diese durchsichtigen Schuhe hier angezogen. Und irgendwie passen die nicht so gut. Also die sehen auch ziemlich unbequem aus. Ich finde, die sehen ja aus, als wären die aus Glas gemacht. Glasschuhe, und da passt auch gar nicht richtig so der Fuß rein. Also klar, mit Quetschen vielleicht. Aber ich glaube, damit ist Barbie nicht so gerne unterwegs. Aber hier oben, das sieht echt toll aus. Und auch hier mit der pinken Handtasche oder vielleicht auch mit so einer etwas größeren pinken Handtasche, finde ich, oh, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Hier ist ja noch so eine grüne Blume drauf. Habe ich immer die ganze Zeit von der anderen Seite nur gesehen. Na, mit der grünen Blume, das passt vielleicht dann auch noch schön zu ein paar anderen Outfits. Ja, ansonsten sehr cool. Und jetzt kommen wir schon zum allerletzten Kleid. Oh Mann, sieht diese Frau cool aus. Also gestreiftes Regenbogenoberteil, weißer Rock dazu. Richtig coole, pinke, hohe Schuhe mit der Schleife vorne dran. Und eine gelbe Handtasche. Und hier ist mir gerade noch aufgefallen, hier ist ja noch ein Baby Barbie. Super schick, die ist eigentlich immer cool angezogen und mir gefällt auch, dass da wirklich so viele verschiedene Sachen dabei sind, dass man das so cool kombinieren kann, alles verschiedene Kleider. Ihr könnt gerne jetzt mal unten in die Kommentare schreiben, welches euer allerliebstes Kleid ist. Ach so, das ist das, was sie vorher anhatte. Also welches dieser Kleider gefällt euch am besten? Ich kann mich wirklich nicht so richtig entscheiden, weil alle sind irgendwie schön und alle passen hier auch super gut. Super schöne Schuhe dazu, tolle Handtaschen. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Was sagt ihr dazu? Gerne auch einen Daumen nach oben dalassen, gerne was unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da, klickt auch auf die kleine Glocke, um kein Video von uns zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!